Häschen kommt in die Apotheke und fragt den Apotheker: Hast du Möhren? Der Apotheker antwortet: Nein, ich habe keine Möhren. Bei mir kannst du nur Medizin kaufen. Am nächsten Morgen steht das Häschen wieder da und fragt: Hast du Möhren? Der Apotheker versucht es nochmal Häschen zu erklären: Nein, ich habe hier keine Möhren. Ich verkaufe nur Medizin. Am nächsten Morgen steht das Häschen wieder da und fragt: Hast du Möhren? Genervt antwortet der Apotheker: Nein, hier gibt es nur Medizin, sonst nichts. Am nächsten Tag hängte der kluge Apotheker ein Schild in das Schaufenster, worauf stand: Möhren ausverkauft. Wutentbrannt betritt das Häschen die Apotheke. Hat er doch Möhren habt? Hallo, ich bin Jens der Christ. Vielleicht kennst du ja auch die Situation, dass dich jemand um etwas bittet oder dass dich jemand etwas fragt und du ihnen aber nicht helfen willst. Du möchtest ihn aber auch nicht verletzen. Und dann überlegst du dir eine Notlüge. Genauso wie in deinem Witz der Apotheker glaubst du, du hättest mit dieser Notlüge eine kluge Idee. Und das ist jetzt nicht ein Schild Möhren ausverkauft vielleicht. Vielleicht sowas wie: Ich kann dir leider nicht helfen, mich hat schon jemand anderes gefragt. Oder andere Beispiele. Und du denkst, wenn man Notlügen gut meint, dann ist das doch okay. Aber eine Lüge ist niemals okay. Und irgendwann wirst du mit dieser Lüge jemanden verletzen. So wie der Apotheker das Häschen verletzt hat.